Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Witcher 3. Wieder in Kaer Morhen angekommen. Und wir begeben uns mal auf die Suche nach Yennefer. Die hat ja auch noch ein paar Probleme mit den Vorbereitungen. Mal schauen, ob wir ihr da helfen können. Dann gehen wir mal hier hoch. Und dann können wir unsere Sachen auch gerade nochmal aufwerten. Also zumindest mal das Schwert hier. Wenn wir hier schon dran vorbeikommen, ist ja immer ganz nützlich. Gespannt, was wir jetzt hier noch für unsere Ex-Freundin tun können. Mal schauen, einmal kurz gespeichert. Ist doch sehr rabig gerade hier. Im Hintergrund. Oh, zu? Oder bin ich einfach nur gegen die... Ah, in die Mitte von den beiden Türen gelaufen. So, Yennefer ist dann wohl da hinten irgendwo. Ist das eigentlich... Was machen die eigentlich da hinten? Interessant. Hat keine Angst vor Silber. Ist der hier am rumprobieren? Ja? Was ist denn, Wolf? Ich habe Emir getroffen. Welches gekrönte Haupt hast du nicht getroffen? Ein paar. Hoffentlich bleibt es so. Weißt du noch? Der erste Krieg gegen Nilfgaard. Die Schlacht von Sodden. Der gesamte Norden kämpfte vereint. Temerien, Redanien, Kedwin, Edirn und die Magier waren Helden. Erst auf dem Schlachtfeld, dann in Balladen. Nicht viel übrig von dieser Welt. Bis später, Vesemir. Können wir reden? Wie kann ich dir helfen? Ich suche nach Ciri. Aschblonde Haare, Narbe auf der Wange. Hast du sie gesehen? Glaubst du, dass Universale als reale, individuelle Wesen existieren? Oder sind sie nur geistige Konstrukte? Mhm, ich auch. Wiedersehen. Das war eine interessante Unterhaltung. So, jetzt aber mal auf zu Yennefer. Können wir hier ein bisschen Fersengeld geben. So, wo müssen wir hin? Da hin. Hier war doch die Küche, oder? Da ist Lambert. Beziehungsweise Speisekammer, ja. Das ist lange her. Ich glaube, es ist anderthalb Jahre, seit ich den ersten Teil angefangen habe. Genau, und dann ging es nämlich hier hoch in ihr Zimmer. Na, die haben sie noch ziemlich originalgetreu beibehalten, hier die Ecke. Finde ich schön. Da ist zu. Verfluch nochmal, du Stück Scheiße! Oh. Ja. Kristall! Willst du uns in die Luft jagen? Geralt, mir ist nicht nach Witzen. Schon gar nicht nach Lahmen.
Was ist los mit dir? Lass mich nachdenken. Das war der dritte Kristall, der explodiert ist. Lambert tut seit einer Woche nicht, worum ich ihn gebeten habe. Wesemir besteht boshaft darauf, die Wand direkt unter meinem Fenster zu reparieren und hämmert beim ersten Morgengrauen drauf los. Und Eskel sucht statt Gabelschwänzen wohl eher Pilze. Die Jungs, nun, sie waren nicht gerade glücklich mit dir. Warum nicht? Weil du nicht sagen willst, was du planst. Du behandelst sie wie Lakaien und beziehst sie nicht mit ein. Uns, genauer gesagt, denn mir geht es auch so. Ich werde alles erklären, zur rechten Zeit. Zuerst müssen wir die Vorbereitungen abschließen. Ich habe von dem Bett gehört. Schläfst du wirklich lieber auf dem Boden? Nicht empfehlenswert. Der Stein kann furchtbar kalt werden. Etwas Kälte ist mir lieber als ein Bett voll roter Haare. Bist du wegen Triss so sauer, dass du dich an den Möbeln austoben musst? Hättest du lieber, dass ich mich anderweitig austobe? Weißt du was? Wir sollten diese Diskussion beenden, bevor ich etwas sage, was ich bereuen werde. Ich würde gern hören, was du zu sagen hast. Tatsächlich? Na schön, dann hör zu. Du hast meine Freundin gefickt. Über ein Jahr lang. Ich weiß nicht, was der Hexerkodex dazu sagt, aber gewöhnliche Leute würden es vulgär nennen. Gemein, widerlich. Ich versuche nicht daran zu denken. Das blöde Bett hat es schwierig gemacht. Das war's. Ich werde nicht um Vergebung betteln, falls du das erwartest. Ich bin dieses Gespräch leid. Schluss damit. Sofort. Okay. Ui, sie ist wirklich mies gelaunt. Kehren wir mal wieder zurück. Aber wir können ja hier gleich schnell reisen. So, mal gucken, ob sich dann etwas beruhigt hat. Musste ich mir, also das konnte ich mir jetzt auch nicht verkneifen. So, hat ein Pferd. Ah, hier haben wir noch zwei. Oh, siehste, können noch zwei hier mitnehmen. Hat sich ja doch gelohnt. So, und dann reisen wir mal schnell. Nach Kaer Morhen hin. Na komm. Von dort aus geht's dann weiter. So, dann den Weg nochmal. Zieht sich jetzt halt ein wenig in die Länge. Jetzt können wir einfach mal durchrennen. Ich denke, das ist dann auch nicht so verkehrt. Haben wir jetzt eigentlich auf der Karte auch hier eine neue, neuen Abschnitt? Kaer Morhen, genau. Scheinbar können wir jetzt auch wild hin und her reisen, wenn wir das wollen. Das ist schön. Wie gesagt, finde ich ganz gut gemacht. Das ist nicht so also ist halt nicht komplett Open World. Das ist immer so relativ großer Abschnitt, aber es macht es halt auch wieder realistischer, weil ja, man merkt ja, dass dann zwischen den einzelnen Ecken hier immer dann laut Text-Einblendung einige Wochen unterwegs sind. Und das finde ich eigentlich ganz gut gelöst so. Also wie gesagt, bei dem Spiel haben sie echt eine ganze Menge richtig gemacht und ich weiß gar nicht, also nicht wirklich viel falsch, was meine Einschätzung bisher betrifft. So, dann bin ich mal gespannt, was Jen jetzt noch zu sagen hat. Vielleicht hat sie sich ja ein bisschen beruhigt. Erstmal wieder nach oben. Ich merke schon, meine Stimme lässt wieder ein bisschen nach. Da kann ich ja gleich mal einen Schluck trinken, wenn wir hier wieder im Gespräch drin sind.
glaube, das ist nicht so verkehrt. So, meine Liebe. Ah, Geralt. Willst du was sagen? Tut mir leid. Ziemlich lahme Entschuldigung. Überaus lahm. Wie schön, dass ein bisschen Frischluft dir zu dieser Einsicht verholfen hat. Schön. Was soll ich tun? Hilf zuerst Eskel und Lambert. Einer sollte mir Rückenmarksflüssigkeit von Gabelschwänzen besorgen. Der andere das Phylakterium mit Elementarenergie verstärken. Ich warte noch auf beide. Lambert habe ich schon geholfen. Jetzt suche ich Eskel. Sonst noch was? Ja, da gibt es noch eine Kleinigkeit. Wie du gesehen hast, benimmt sich mein Megaskop recht spektakulär. Ich bin sicher, dass es in der Nähe eine Energiequelle gibt, die Störungen produziert und verhindert, dass die Kristalle funktionieren. Wir müssen sie finden und neutralisieren. Und das schnell. Ich muss mit jemandem reden. Es ist wichtig. Mit wem willst du Kontakt aufnehmen? Oder ist das auch geheim? Erstens, hör auf zu schmollen. Zweitens, nein, es ist nicht geheim. Mit Ida Emian. Erinnerst du dich? Wie könnte ich sie vergessen? Logenmitglied. Elfische Wissende. Genau, eine Wissende. Wie der Name sagt, dürfte sie vieles wissen. Ich will sie wegen Uma um Rat fragen. Zufrieden? Deine zauberhaften Freundinnen, Wissende oder nicht, haben mich schon einmal verraten. Aber was sein muss, muss sein. Wärst du doch nur bei allen so vorsichtig gewesen. Sei's drum. Danke für deine Erlaubnis. Na gut. Wie finde ich die Quelle? Benutzt diesen Protestakquisitor. Protestakquisitor? Klingt ausgefallen und kompliziert. Und ist doch so einfach. Schön festhalten und bewegen. Je lauter er piepst, desto näher bist du dran. Mhm. Erspar mir bitte deinen halbstarken Humor. Und, worauf wartest du? So, genau, dann werden wir den mal noch gerade auswählen. Ach, das ist schon ausgewählt, gut. Und begeben uns auf die Suche nach einer Quelle. Stimmt, hier war ja Triss im ersten Teil, nachdem sie ja so schwer verwundet war. Tja. Und dann hat Ian einfach mal aufgeräumt. Tine Wittler von Kaer Morhen. Scheiß hier auf deinem Keller. Könnte ich mir zumindest mal gut vorstellen. Oder kommen wir überhaupt noch in den Keller? Oh, ich habe ein Signal. Das Signal wird stärker. Ich glaube, hier wird es wieder schwächer. Gehen wir mal darüber. Ja, doch, ich glaube, hier wird es wirklich stärker. Kann nicht mehr weit sein. Hat Jennifer also doch einen Freiwilligen gefunden, der mit dem Zwitscherstock rumläuft. Schon wärmer? Wärmer? Heiß? Gut, hier wird es wieder leiser. Hier dann wohl irgendwo. Zeug drin. Ah, da bist du ja. Wärmer, wärmer, heiß. Die Störung kommt von dort.
Was ist in diesen Kisten? Die Meritium-Bomben. Hat Lambert gemacht. Kein Wunder, dass das Megaskop nicht funktioniert. Also, die müssen hier raus. Das kann ich machen. Nicht, dass du meine Regale durcheinander bringst. Aber pass auf Uma auf. Ja, Onkel Wesemir. Wie sieht's denn aus? Wesemir nimmt dich doch nicht zu hart an. Uma. Dachte ich mir. Fertig. Du kannst gehen. Sehen wir uns jetzt die konditionierten Reflexe an. So, dann haben wir die Quelle entfernt. Können hier noch ein bisschen was rumplündern. Bergenschnaps, sehr schön. Puls schwach, aber regelmäßig. Gut, und dann geht's mal wieder zurück zu unserer Frau Yen. Obwohl, ist ja eigentlich nicht mehr unsere Frau. Das hat sich jetzt erledigt. Hep, hep, hep. Sesam, öffne dich. Und ab nach oben. Gucken, ob wir dann irgendwann mal noch hier einen Schlüssel für die Zimmer kriegen. Wir da mal weiterschauen. Aber jetzt geht es erstmal hoch zur Yen. Danke. Jetzt scheint es zu klappen. Was war es? Die Meritium-Bomben hat Lambert bei den Betten gelassen. Er hatte wohl keine Ahnung, dass sie mein Megaskop stören könnten. Weißt du, Lambert ist nicht gerade Experte in Megaskop-Fragen, also... Bitte, Lambert ist fies, nicht blöd. Genug. Bereit für das Gespräch? Darf ich denn hier sein? Logenmitglieder weihen ja nicht jeden in ihre Geheimnisse ein, habe ich gehört. Nimm es als Zeichen meines Vertrauens. Fangen wir an. Und Geralt, bitte benimm dich. Hast du nicht gerade gesagt, dass du mir vertraust? Hör auf, meine Worte zu verdrehen. Catmill, Yennefer, Wengerberg, Greenblade? Catmill, in Severne. Warum hast du mich gerufen? Wir müssen einen Fluch brechen. Er wurde in einem mir unbekannten Dialekt der älteren Rede ausgesprochen. Ich verstehe. Und die Worte des Fluchs? Wafail Elaine, Catmill Folie. Gledif Dorn Eptenate, Bundro Itne Iacus. Erkennst du den Dialekt? Late in Undod. Das heißt? Die sogenannte eine Rede. Eine vergessene Sprache aus der Zeit vor der Migration. Der Migration? Später, Geralt. Anscheinend hast du diese Worte schon mal gehört. Ja, in Legenden. Solchen, die nicht gut ausgehen. Kannst du uns mit dem Fluch helfen? Einigermaßen. Agnes de Glanvilles Beschwörung zusammen mit Eldas Triangel, umgedreht natürlich, sind die einzige Rettung. Aber ich kann nicht garantieren, dass sie ausreichen. Danke, En Severne, Wafail. Unser Gespräch ist noch nicht beendet. Worum geht es? Es nahen die Zeiten der weißen Kälte und des weißen Lichts. Und die Welt wird in Frost ersterben. Ich kenne Idlinis Prophezeiung. Das bezweifle ich nicht, aber verstehst du sie auch? Das ältere Blut kann die Zeit des Endes initiieren oder sie aufhalten. Denk daran, Gwynblade, denn du wirst bestimmen, ob aus dem Funken ein Feuer wird. Worum ging es bei der Migration? Gute Götter, habt ihr hier keine Geschichte gelernt? Nein, Wesemir fand für unseren Pfad den Schwertkampf sinnvoller. Antwortest du mir? Natürlich, zum Lernen ist man nie zu alt. Die Ensaide und Ähnelle-Elfen waren einst ein Volk, die Ähn-Undod.
Dann gab es einen Kataklysmus, dessen Natur unbekannt ist. Die En-Undot mussten ihre Welt verlassen. Unterwegs spalteten sie sich. Wenn Umas Fluch also in diesem Late En-Undot geäußert wurde... Dann ist er alt. Sehr, sehr alt. Hast du eine Ahnung, wovon sie gesprochen hat? Von Ciri natürlich. Ich wünschte, es würden sie verflucht nochmal alle in Ruhe lassen. Daraus wird wohl nichts. Alles in allem ein interessantes Gespräch. Und jetzt? Beende, was du und die Jungs vorhatten, und dann fangen wir an. Gut, dann machen wir noch schnell den Levelaufstieg. Und, ja, wie gesagt, ich habe ja gesagt, wir machen jetzt mal wieder ein bisschen mehr in Sternchen, also in die Zeichen. Von daher, ich denke, das kann ja auch nicht schaden. Wann haben wir das jetzt freigeschaltet? 26, 30 und wahrscheinlich das dann danach. Gut, dann danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.